Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte Sie im Namen des International Institute ganz herzlich, International Institute for Peace, ganz herzlich bei uns begrüßen. Mein Name ist Stephanie Benkert, ich bin die Direktorin und somit die Hausherrin und deswegen ist es nur meine Ehre, eine ganz kurze Begrüßung auszusprechen und vor allem mich auch zu bedanken bei dem Herrn Robert Fitztum, dass er sich bereit erklärt hat, heute hier sein Buch vor Ihnen und vor uns vorzustellen. Natürlich auch an Heinz Gärtner, der bei uns im Advisory Board auch tätig ist. Und ich möchte mich auch dazu noch bedanken beim Promedia Verlag für die Kooperation und bei der Zeitschrift International, die Zeitschrift für internationale Politik, hier vertreten durch Fritz Edlinger. Ich wünsche Ihnen einen interessanten und schönen Abend. Soweit ich weiß, wird das ein Gespräch sein, weniger ein Vortrag, sondern ein Gespräch. Ich glaube, das macht das Ganze ein bisschen auch spannender und interessanter. Es wird danach auch Question-and-Answer-Session geben. Sie werden Zeit haben, natürlich ein paar Fragen zu stellen. Und ich übergebe nun das Wort an den Kooperationspartner, an den Herrn Hofbauer, für seine Begrüßungsworte. Und dann können wir mit der Veranstaltung beginnen. Einen schönen, interessanten Abend wünsche ich. Und danach werden wir Sie noch zu einem Glas Wein einladen. Schon. Möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, Sie im Namen des Promedia Verlags recht herzlich begrüßen und vor allem für diesen schönen Rahmen danken, beim International Institute for Peace. Es ist wirklich toll, dass wir da sein dürfen. Freut uns sehr. Ja, das Buch, das heute im Mittelpunkt steht, China verstehen, vom Aufstieg zur Wirtschaftsmacht und der Eindämmungspolitik der USA, ist eigentlich so entstanden, dass wir vom Verlag über die Zeitschrift International von Fritz Edlinger immer wieder von Robert Fitztum ganz spannende Beiträge gelesen haben, aber die sind ja nur 2-3 Seiten lang. Und dann bin ich an ihn herangetreten, wir sind heute bei Sie, per Du, Entschuldigung. Weil ich an ihn herangetreten habe, gefragt, ob wir da nicht was Größeres machen können, um ihn zu verstehen, und das ist was geworden. Und auch danke, dass du da bist, danke Heinz Herden, dass du das dann übernimmst. Und es ist ein Buch geworden, das ein völlig anderes China-Bild gibt, als wir es aus den Mainstream-Medien kennen. Und natürlich notgedrungen auch ein anderes Bild der USA, die, wie es im Untertitel heißt, eine Eindämmungspolitik gegen China betreiben. Und jetzt übergebe ich an Heinz Gärtner. Danke. Danke, Hannes. Guten Abend auch von meiner Seite. Das ist auch wahrscheinlich die Hauptaussage des Buches, dass es alternative Informationen auch gibt. Das sind nicht nur die üblichen, die wir präsentiert bekommen von den Mainstream-Medien. Robert Fitztum ist ein langjähriger China-Kenner, aber er ist auch seit vielen Jahrzehnten fasziniert von China, hat sehr früh Chinesisch gelernt, also zu einer Zeit, wo er nicht wusste, dass er irgendwann einmal nach China auswandern wird. Er hat Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Wien studiert, hat aber gleichzeitig auch an der Arbeiterkammer gearbeitet. Später war er dann, um einen Kontrast herzustellen, war Unternehmensberater auch bei der Wirtschaftskammer, bei der Wiener Wirtschaftskammer. Zwischendurch war er Projektmanager und vor allem IT-Organisator bei einer österreichischen Bank und dann war er Projektmanager und Geschäftsführer bei der österreichischen Rechtsdatenbank und Manager, IT-Manager und Personalchef bei einer anderen österreichischen Bank und die später dann, soweit ich das jetzt verstehe, von einer amerikanischen Bank übernommen wurde. Dann hat er sich selbstständig gemacht im Bereich IT und Personal und hat aber gleichzeitig sich sozusagen auch mit China beschäftigt, hat einen China-Circle aufgebaut, also das war auch im Rahmen der Wiener Wirtschaftskammer. Wie gesagt, er hat aber auch für das International ständig geschrieben, gibt also auch einen Beitrag an einen Jüngeren, der noch jünger ist als das Buch und damit werden wir dann unser Gespräch auch beenden mit China und Europa. Zwischendurch werden wir im Großen und Ganzen die Kapitel behandeln
die das Buch beinhaltet, also nicht ganz in der chronologischen Reihenfolge, wie das in ein Buch ist, aber im Großen und Ganzen. Das Buch ist ein sehr detailliertes Buch, also es hat sehr, sehr, sehr viele Daten und die Daten werden wir Ihnen heute ersparen, aber wenn Sie jetzt genauere Informationen, Daten zu Wirtschaftspolitik etc., Geschichte wissen wollen, müssen Sie unbedingt das Buch kaufen. Wir machen jetzt heute nur ein Gespräch über die großen Züge des Buches. Und demnach Robert jetzt sehr, sehr lange, sich erstens einmal sehr, sehr lange mit China und Indochina beschäftigt hat hier in Österreich, aber dann auch schon seit 2013 in China lebt, möchte ich etwas zuerst persönlich beginnen, dass er uns etwas erzählt, wo wir dann langsam übergehen zu den Themen, dass er uns etwas erzählt über Lebensqualität in China, wie das Leben organisiert ist, über Wohnungspreise, über Wohnung, über die Entwicklung auch Stadt-Land. Also Robert kennt ja nicht nur die Stadt Nanjing, wo er lebt, sondern auch war am Land. Da gibt's auch da können wir sozusagen ein bisschen schon bei seinen persönlichen Erlebnissen den Kontrast Stadt-Land und die Entwicklungsmöglichkeiten Chinas am Land diskutieren. Also wie lebst du in China und was ist die Lebensqualität, was sind deine Erfahrungen? Guten Abend und danke für den Besuch. Über China zu sprechen ist insofern in dem Zusammenhang als China schwierig, weil China ist ja so groß. Und Peking ist eine andere Situation als Guangzhou oder viele andere. Auch beim Essen natürlich. Ja. Eine Küche in Nordchina ist keine Küche in Südchina. Also wie schmeckt dir das Essen in China? Ist immer die Frage, na, wo isst du gerade? Ne? Und welche Küche ist das? Ich lebe in Südchina, in der autonomen Region Guangxi. Das ist die Region, die an Vietnam grenzt. Landschaftlich eine wunderschöne Gegend mit Bergen, Hügeln, Grün, Reisfeldern, Zuckerrohr, Flüssen, eigentlich so für die Seele baumeln, sehr schön. Und die Städte sind, ich lebe in Nanjing, heißt die Hauptstadt. Das ist eine unbekannte chinesische Kleinstadt mit 7 Millionen Einwohnern. Also auch in China, wenn ich sage, ich wohne in Nanjing, glauben Sie, es ist Nanjing. Es ist so wie Austria und Australia, ja, so ungefähr die Verwechslung. Audili und Audalia, die Verwechslung. Und die Stadt ist zwar in einer unheimlich starken Entwicklung, es ist aber noch gemütlicher, würde ich sagen, als in den wirklichen Großstädten und in den Industriezentren. Also das liegt auch daran, dass wahrscheinlich fast die Hälfte der Bevölkerung erst in den letzten vielleicht 25 Jahren vom Land in die Stadt gekommen ist. Es gibt ja eine große Wanderungsbewegung, wie historisch überall vom Land, wo Bauern in die Fabriken oder für sonstige Arbeiten in die Stadt kommen. Was hier als Wanderarbeiter bezüglich China bekannt ist, was so nicht ganz stimmt, in der Begrifflichkeit, weil die nicht wandern, sondern die sind wie jemand aus dem Waldviertel, der nach Wien arbeiten geht, na, so sind die dort vom Land und gehen nach Nanjing arbeiten oder in irgendwelche anderen Städte. Also der Begriff Wanderarbeiter ist so ein bisschen ein politisierter, einartiger Ausdruck. Und
Das, und man merkt es natürlich, ein Städter ist, hat eine andere Kultur als jemand vom Land. Also da, und es ist sicherlich eine gemütlichere Atmosphäre dadurch. Die Leute sind wahnsinnig nett, freundlich, zuvorkommend. Es gibt Gott sei Dank nicht sehr viele Ausländer in Nanning. Das heißt, die Möglichkeit, sehr schlechte Erfahrungen mit Leuten zu machen, mit westlichen Leuten, haben sie noch nicht bekommen dort. Es gibt zwei Arten von Ausländern. Es gibt in Nanning, ich kenne eigentlich nur einen ausländischen Betrieb, das ist eine Tochter der deutschen ehemaligen Degussa. Sonst kenne ich überhaupt keinen ausländischen Betrieb. Also das ist dort auch nicht so ein breit Auslandsinvestitionen vorhanden. Und die Leute sprechen kaum Englisch. Also sie lernen zwar in der Schule Englisch, aber wenn man es nicht verwendet, natürlich vergisst man es, wie bei uns ja auch Fremdsprachen, die man nicht verwendet, vergisst man. Die Ausländer, die dort leben, sind entweder Englischlehrer, das sind ein paar hundert oder weiß ich, vielleicht 500, 600, 700, die meisten ein Jahr kommen und dann wieder gerne nach Haus fahren, wo sie ihr gewohntes English Breakfast und Schinken und Käse und so weiter bekommen können. Und das andere sind Pensionisten. Das ist eigentlich die, so wie ich, ja, so, das ist eigentlich so die Schichtung dort gibt. Englischlehrer und Pensionisten sind dort. Die Menschen sind irrsinnig zuvorkommend. Also ich fühle mich irgendwie sehr, immer sehr zuvorkommend behandelt, vor allem wenn man dann ein bisschen Chinesisch eingeht und reden kann. Dann irgendwie strahlt jeder, dass man das auf sich genommen hat, irgendwie Chinesisch zu lernen. Und kannst du vielleicht noch ein bisschen vom Land erzählen, die Entwicklung im Land? Und das kennst du ja auch. Es sind ja die Entwicklung generell, also das Spannende ist ja, dass es sich sehr, sehr schnell bewegt und entwickelt wirtschaftlich. Und in den Städten merkt man, dass ständig neue Stadtteile entstehen. Und U-Bahnlinien entstehen. Aber es ist nicht nur in den Städten so, dass man das sieht, sondern als ich vor ungefähr 10 Jahren das erste Mal, meine Frau kommt vom Land, als ich das erste Mal mit ihr zu ihren Eltern, zur Familie aufs Land gefahren bin, war ein großes Problem, dass da ein Fluss ist, den man nur mit einer Fähre überqueren kann. Ja, das war also damals die Situation, Wartezeiten, Lastwagen, die nicht drüber kommen, Zucker transportieren, also es war etwas mühsam. Dann inzwischen gibt es also eine große Brücke, die auch hochwassersicher ist, mit entsprechender Höhe. Und damals hat es in dem Dorf, es ist wirklich ein Dorf, es gibt Menschen, es hat gegeben Menschen, es hat gegeben Händeln, Schweindeln, Wasserbüffel natürlich als Arbeitstiere, keine Autos. Und inzwischen, wenn man hineinfährt, das sind enge Gassen, gibt es inzwischen PKWs, noch nicht Mercedes am Land wie bei uns. Aber es gibt PKWs, es gibt Traktoren. Früher waren eigentlich nur Wasserbüffel im Einsatz am Land. Also man spürt auch, wie sich die Lebensverhältnisse, die Lebensbedingungen am Land wesentlich verbessern. Also Kanalisation sowieso, Fließwasser, Strom schon sehr, sehr lange. Aber auch, dass die Einkommen sich so weit entwickelt haben, dass sich auch die Leute Autos kaufen, Autos leisten können. Und es gibt also viele, die in die Stadt arbeiten gehen. Das hat einerseits den Vorteil natürlich, dass die mehr Einkommen zur Verfügung haben, die Familien. Und die
geben auch, das hat volkswirtschaftlich wieder Vorteile, einen größeren Anteil ihres Gehalts aus, als sie sparen. Das, was einen Effekt hat in der Nachfrage, in der volkswirtschaftlichen Nachfrage. Und ja, das war das Erste. Ich möchte mal gleich nachfragen. Ich meine, du bist in deinem ersten Kapitel beschreibst du den Wirtschaftsaufstieg also Chinas, ja, und du bewunderst auch also deinen Aufstieg in dem Buch. Und ich weiß, dass es sehr viele, wir haben auch mit der Waldraut Urban da eine Ökonomin sitzen, dass es sehr viele, die sich mit China auskennt. Studienkollegin. Ja, ja. Es gibt sehr viele Interpretationen, warum es dieses rasante Wirtschaftswachstum in China gibt. Vielleicht kannst du ein paar Ideen sagen. Ich meine, manche sagen, es ist der Export, manche sagen, es ist die Binnennachfrage, ist es mehr Kapital, ist es mehr Arbeit. Hat das mit der Produktivität zu tun, mit der Technologie? Vielleicht verbinde ich das gleich mit einer anderen Frage, um ein bisschen eine unterschiedliche Interpretation zu sehen. Also du schreibst in deinem Buch, China ist, weil du eigentlich sehr positiv diese Entwicklung siehst, ein Middle-Income-Country schon geworden. Also wie ich da jetzt in China war, waren die Offiziellen also etwas vorsichtiger und die haben gesagt, wir werden erst so in 20, 30 Jahren ein wirkliches Middle-Income-Country werden, weil sozusagen dass die unteren Einkommen das noch nicht geschafft haben. Ich verstehe das schon, weil Ökonomen sprechen davon, dass es eine Middle-Income-Trap gibt, ein schnelles Wachstum und dann ist Stopp. Und deswegen sind die wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger als du, dass sie sagen, naja, wir wollen diesen Stopp noch nicht haben. Wir werden erst sozusagen in 20, 30 Jahren sagen können, wir sind wirklich ein Middle-Income-Country, wo sozusagen die unteren und die mittleren Einkommen ein gewisses Niveau haben, obwohl ich auch weiß, dass es Middle-Income-Country viele Definitionen gibt. Aber vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was ist jetzt sind die Gründe für diese wirtschaftliche Entwicklung deiner Ansicht nach? Ja. Also meiner Ansicht nach wurde einfach eine richtige Politik verfolgt, die sich orientiert an dem Versuch, das Land aufzubauen, die Bevölkerung im Zentrum, die Bevölkerung zu haben und die Verbesserung der Lebensverhältnisse zu haben. Und meiner Meinung nach hat einen wesentlichen Anteil, ob man das jetzt will oder nicht, ja, aber de facto, faktisch, einfach eine vernünftige Führung durch die kommunistische Partei und vor allem durch die Reformpolitik, die eingeleitet wurde von Deng Xiaoping, der versucht hat einerseits, und zwar teils nach japanischen Vorbildern, also der hat sich ja aus Japan die Ökonomen holen lassen, und versucht, japanische industriepolitische Konzepte umzusetzen, Industriepolitik zu machen, Konzepte umzusetzen, die in Japan Erfolg hatten, und andererseits von der strikten vorher von der Sowjetunion abgeschauten Politik, die keine, weil sie ja selber keine Erfahrung hatten. Also sie haben versucht, einen Weg zu finden, wie können wir uns entwickeln, und haben gesehen, dass der Weg, den die Sowjetunion gegangen ist, nicht dazu führt, eine positive Entwicklung des Landes herbeizuführen. Das heißt, die Frage, die dann Deng Xiaoping gestellt hat, war die, was hätte es für einen Vorteil, was können wir den Leuten einreden, was Sozialismus für einen Vorteil hat, wenn die Lebensverhältnisse schlechter sind als in Europa oder in den USA. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, und das ist das Thema jetzt, die Bevölkerung im Zentrum zu haben, der die Lebensverhältnisse der Bevölkerung so verbessert, dass sie einen Vorteil sehen, in diesem politischen System, wirtschaftlichen System zu leben. Und da hat man die staatlichen Betriebe als wesentlichen Faktor angesehen, um strategische Weichenstellungen machen zu können, um strategische Entwicklungen
in der Wirtschaft forcieren zu können und gleichzeitig aber auch begonnen zu privatisieren, die damaligen allen vergenossenschaftlichen oder staatlichen Betriebe eine Privatisierung zuzulassen. Und das war eine der wesentlichen Veränderungen auch durch den Xiaoping im Vergleich zur Mao-Zeit, dass er das zugelassen hat. Und das waren harte Kämpfe. Nicht? Der ist ja aus dem Grund lange quasi im Gefängnis gesessen oder in Hausarrest gesessen. Das war irgendwie eine wichtige Entscheidung. Was sie sich erspart haben, und ich glaube, und das ist jetzt der Punkt, wo viele Angst haben, dass China ein Vorbild wird für die heutige dritte Welt oder für die Länder, die in Entwicklung sind, dass eine starke Partei in solchen Situationen einen großen Vorteil haben kann gegenüber zersplitterten, in starker Konkurrenz befindlicher Parteien, die versuchen, sich gegenseitig den Futterdruck abzujagen. Das ist in bestimmten Situationen, kann das ein Vorteil sein. In China war das sicher ein Vorteil. Wenn man in China solche Parteien wie bei uns gehabt hätten die Jahrzehnte, ja, oder wenn man heute in China das System auf ein Mehrparteiensystem umpolen würde, hätte das wahrscheinlich katastrophale Auswirkungen. Dazu würde ich noch später kommen zum politischen System, aber da hat man sehr viel vorweggenommen. Vorher wollte ich nur noch mal nachfragen, weil du sagst, da hat sich japanische Experten, Wissenschaftler so geholt als Vorbild. Nun haben wir bei Japan natürlich die Vorstellung von Japan in den 80er Jahren, dass Japan sozusagen so einen Wirtschaftsaufschwung haben wird, unaufhaltsam ist. Man hat also die Wirtschaftsdaten einfach extrapoliert nach oben, aber man hat gesehen, dass das in Japan irgendwann einmal aus war. Kann man jetzt diese Analogie auf China anwenden und sagen, naja, kann man wirklich jetzt dieses Wirtschaftswachstum sozusagen von China so extrapolieren, wie man das in den 80er Jahren für Japan getan hat? Aber muss man damit rechnen, dass das sozusagen jetzt doch der Plafond vielleicht bald erreicht wird? Also ich denke, dass diese Prozent, und das ist ja auch schon der Fall, ne? Es wird in China als das neue Normal bezeichnet. Also Wachstumsraten von zweistellige Wachstumsraten werden nie mehr kommen. Und man geht auch davon aus, dass die Wachstumsraten tendenziell sinken werden. Und man überlegt aber, wie man die Wachstumsraten auf einem hohen Niveau trotzdem halten kann. Und da geht es vor allem um das Thema, dass man von einer exportorientierten Wirtschaft stärker in eine inländisch konsumorientierte Wirtschaft umsteigt. Das ist seit Programm jetzt seit einigen Jahren. Man versucht diese Middle-Income-Trap, eben dadurch zu überwinden, dass man der Bevölkerung es möglich macht, mehr zu konsumieren und dadurch die Wirtschaft mitzuziehen. Was heißt das ganz konkret? Das war jetzt am 19. Parteitag in dieser Rede vom Xi Jinping etwas, was mich erinnert hat an die österreichische Benja-Formel. Er hat also, Ältere vielleicht von uns daran erinnern, die berühmte Benja-Formel für Lohnverhandlungen in Österreich, das war Inflation plus Produktivitätsabgeltung. Und genau das hat Xi Jinping zum Beispiel drinnen, er hat gesagt, in Zukunft werden die Löhne erhöht, in Inflation und aber auch die Produktivitätsabgeltung muss abgegolten werden, damit eine stärkere Konsumneigung vorhanden ist und die Leute mehr Geld haben zu ausgeben und dadurch die Nachfrage und die Volkswirtschaft sich entwickelt, unabhängig unter Anführungszeichen, weniger abhängig vom Export, als es bisher der Fall war.
und das an sich sehr weise, weil was sich jetzt mit den USA hier abspielt und mit den sogenannten Strafzöllen bestätigt ja das, dass man sich mehr orientieren muss auf die inneren Entwicklungen und weniger abhängig machen darf von Exporten und Äußeren. Das haben die Deutschen noch nicht gelernt zum Beispiel. Und man weiß auch in China, das ist nicht möglich, immer ein Außenhandels, also mit dass andere Staaten immer ein Defizit haben, dass man etwas unternehmen muss, um das auszugleichen. Und zwar zum Beispiel eben die Löhne anzuheben. Ja. Deutschland zum Beispiel hat die Löhne immer sehr niedrig gehalten. Und damit haben die Italiener das Problem gehabt, dass sie importiert haben, aber die Deutschen nicht so viel gekauft haben wie die Italiener in der Relation. Und Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen ein Sidestep. Nein, ich wollte auch aber nicht. Es ist von der Idee her irgendwie äußerst grundvernünftig, ja, zu sagen, wir müssen im Inland die Löhne heben, ein gewisses Niveau behalten, damit wir vermeiden, dass wir stagnieren, wie das bei den Japanern der Fall war. Ja. Ich meine, dort in China sagt man mir, also sie betrachten Zölle eigentlich als Sanktionen, nicht? Und die Sanktionen sind auch schon spürbar. Ja. Also das sagt man auch. Umso mehr jetzt natürlich, dass das Wirtschaftswachstum bisher hat auch Konsequenzen, positive und negative. Nicht? Das hat auch Auswirkungen auf die Umwelt, was man jetzt auch erkennt und sehr viel in die Umwelt investiert. Allerdings durch diese Zölle und durch diese Sanktionen ist man gezwungen, wieder fossile Energiequellen wieder zu beleben, die man eigentlich schon stilllegen wollte. Also sozusagen die Umwelt hat ohnehin durch das Wirtschaftswachstum etwas gelitten und gleichzeitig jetzt mit den Sanktionen wird wahrscheinlich die Investitionen, die jetzt getätigt werden in die Umwelt, wieder umgeleitet. Umgekehrt kann man natürlich sagen, dass das Wirtschaftswachstum für soziale Errungenschaften was gebracht hat. Nicht? Also für die sozialen Errungenschaften. Es gibt natürlich immer diesen Widerspruch zwischen wirtschaftlicher Effizienz und sozialer Errungenschaft. Aber vielleicht kannst du über diese sozialen Errungenschaften noch, bevor wir zur Politik übergehen, also dazu noch ein bisschen was sagen. Darf ich noch zur Umwelt vorher? Bitte, Jan, das ist eine Doppelfrage. Du hast die Umwelt angesprochen. Und das ist eine der Themen, als ich nach China gegangen bin, übersiedelt bin vor 6 Jahren, und dann gelesen habe, was in den Zeitungen in Österreich oder in Europa generell über China steht, habe ich gedacht, das gibt es überhaupt nicht, was da zusammengeschrieben wird. Es ist manchmal durchaus was Richtiges, aber das Wesentliche ist das, was weggelassen wird. Ja. Es wird sensationell berichtet, dass gerade in Peking ein Smog ist. Es wird aber nicht berichtet, welche Maßnahmen eigentlich alle ergriffen werden, um das in Ordnung zu bringen. Und das ist enorm. Also gerade die Bemühungen, und das ist also seit einigen Jahren schon, die Bemühungen aus der versauten Luft, dem versauten Boden, dem versauten Wasser und was also in dem Bereich alles versaut sein kann, hinauszukommen. Das ist aber auch nicht überall, muss man auch sagen. Also wir haben in Nanning eine relativ gute Luft. Das kann ich auch kontrollieren, weil es gibt Messstationen, wo ich am Handy stündlich sehen kann, was ich in der Stadt sehen, Messstationen, wie die Luft ist. Das kenne ich von Wien zum Beispiel nicht. Aber das gibt es also in China generell überall, diese Möglichkeiten. Jetzt ändert das noch nichts an der schlechten Luft, aber man sieht zumindest mal die Situation und kann das einmal adressieren und kann sagen, jetzt tun wir was. Und es sind ja zum Beispiel gerade in dem Gebiet, wo die ärgsten Verschmutzungen und auch Zeitungsberichte waren, Peking, Tianjin, diese Gegend, Schwerindustrie und dann weiter westlich Kohleabbau und so weiter, unheimliche Maßnahmen gemacht worden, die sich bei uns niemand machen traut. Aus Peking zum Beispiel sind alle Fabriken hinaus verlagert.
Peking hat nur mehr die Funktion, quasi die Verwaltungshauptstadtfunktion zu sein. Und die Fabriken sind alle verlagert worden. Die Firmen mussten ihre Standorte verlagern. Stellen Sie sich vor, dass das in Europa sich jemand entscheiden traut, wird herumgetan, endlos wegen einem Dieselauto. Keiner traut sich gegen die Industrie, gegen die Automobilindustrie irgendwas zu tun. Ja? Das ist zum Beispiel auch etwas, was China meiner Meinung nach von diesen politischen Systemen hier unterscheidet, dass dort die Politik bestimmt, was die Industrie machen muss, während hier die Industrie bestimmt, was die Politik machen muss. Das sehe ich zum Beispiel für einen großen Unterschied in der Herangehensweise. Es werden Fabriken verlagert, die Technologien in den Fabriken werden geändert, aber in einem großen Ausmaß. Während der Winterzeit, wenn Smog auftritt, gibt es Warnsysteme. Ab einem gewissen Grad rot müssen Fabriken die Produktion stilllegen. Ja, bis sich die Wettersituation ändert. Das ist keine langfristige Maßnahme, ist aber eine unmittelbare Maßnahme, die wirkt. Übrigens sind die da in enger Abstimmung auch mit Greenpeace China. Also das ist nicht nur etwas, was sozusagen Propaganda sagt, sondern auch Greenpeace anerkennt in China, dass das gemacht wird. Kohleabbau reduziert, das wird reduziert nach wie vor. Haushalte, Umstieg auf Gas. Es ist im Nordchina kalt. Ja, da wird geheizt. Was wird geheizt? Bis jetzt Kohle wird geheizt. Die werden alle sukzessive, gibt es überall Programme, das auf Gas umzustellen. Das hatte auch negative Auswirkungen im vorigen Jahr, weil die Leute haben schon ihre Kohleöfen weggegeben, haben Gasöfen bekommen und dann hat es zu wenig Gas gegeben. Also da hat es in der Abstimmung einige Probleme gegeben natürlich. Ja. Gut, das ist inzwischen bereinigt nach einem Jahr. Du wolltest noch kurz was zu den sozialen Errungenschaften sagen. Elektroautos, darf ich noch sagen. Elektroautos. Reuters schätzt 35% Absinken der Schadstoffe von 2012 bis 2017 in Peking. 35%. Also das sind irgendwie Werte. Und es gibt Pläne bis 2035 unter dem schönen, ein schönes China. Ja, das heißt, sauberes Wasser, die Böden verwendbar, entgiftet. Das sind Langfristpläne, das ist nicht in 5 Jahren machbar. Ja, das sind also langfristige Pläne. Leider habe ich nie gelesen in einer Zeitung in Europa oder in Österreich, nicht nur es ist jetzt schmutzig, sondern auch, die machen ja investieren Milliarden und Milliarden und Milliarden, also um was zu ändern an der Situation. Ich habe ein Experiment gesehen, da sind in einer Straße so Sensoren eingebaut gewesen und ich habe mich gefragt, was das war. Und das waren eigentlich Aufladestationen für Elektroauto, die also ständig gefahren sind. Die brauchten nicht zu einer Aufladestation fahren, sondern die wurden automatisch von diesen Sensoren aufgeladen. Nur als Experiment, was man da versucht. Gut, zu den sozialen Errungenschaften. Du weißt, ich weiß, da hast du viel geschrieben, also nicht allzu lang. A bis F ist das, gell? Ich habe nämlich einen Schummelzettel hier gemacht, China hat derzeit ein wichtiger Punkt natürlich in den sozialen Errungenschaften ist, was braucht Arbeit. Ja? Die Leute brauchen Arbeit. Das ist die Basis für alles. China hat derzeit 900 Millionen Arbeitskräfte und es werden pro Jahr bis zu 13 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Ja? Für Studienabgänger, Leute, die vom Land in die Städte kommen und natürlich auch für die, deren Betriebe stillgelegt werden. Das ist nämlich ein großes Thema, gerade in der Stahlindustrie. Es wird ja China vorgeworfen, dass die Überproduktion in China ist schuld, dass weltweit die Stahlpreise und jetzt Sanktionen von Trump gegen alle Länder wegen Stahlexporten. Es sind Kohle und Industrie und Stahlindustrie
eine Million Menschen gekündigt worden und Werke geschlossen worden, eine Million, und mit entsprechenden Programmen Leute umgeschult auf andere Bereiche, in andere Betriebe. Ja. Also die werden nicht einfach auf die Straßen gesetzt, sondern da gibt es, wie bei uns AMS, also Umschulungsprogramme in der Verantwortung der jeweiligen Provinzen, um den Leuten entsprechende ein neues Leben zu schaffen in einem neuen Beruf. Das sind also 13 Millionen neue Arbeitsplätze im Jahr. Ganz ein wesentlicher Punkt, Armutsbekämpfung. Es sind fast 700 Millionen Menschen in den letzten 40 Jahren aus extremer Armut geholt worden. Das muss man sich irgendwie vorstellen. Und es sind jetzt nur ungefähr 20 oder 30 Millionen in dieser Kategorie. Das soll bis Ende 2020 bereinigt sein. Das ist nicht so, dass man, und zwar ist es aktiv geplant. Nicht, dass man sagt, trickle down, wenn viel Geld da ist, dann werden halt Arme weniger werden im Laufe der Zeit oder auch nicht. Das funktioniert einfach nicht immer. Sondern da wird auf Ebene bis Familienebene festgestellt, das Einkommen, jetzt kann man sagen, Kontrolle. Das Einkommen wird festgestellt, wie viel verdienen die, und dann entsprechend, warum verdienen die so wenig, wie ist die Situation. Da kommt man drauf zum Beispiel, dass ein Familienmitglied sehr krank ist und entsprechend die ganze Familie zusammensteuert, dass der Operation teure quasi Krebsmedikamente oder sowas bekommt und dadurch die ganze Familie in diese Armutskategorie fällt. Konsequenzen waren dann generell im ganzen Land, in die Sozialversicherung bestimmte Medikamente hineinzunehmen, sodass das zum Beispiel kein Problem mehr ist. Ja. Oder es gibt Spontanhilfen, wo jemand Geld zur Verfügung bekommt oder schaut, was können die dort tun in dem Dorf. Landwirtschaft, irgendwas anderes anbauen, was mehr Geld bringt. Also da werden gezielt, da gibt es Projektmanager, da werden gezielt Maßnahmen durchgeführt. Das ist sicher nicht einfach. Es wird oft besser, oft schlechter funktionieren. Es sollten also bis Ende 2020 die letzten Leute aus dieser extremen Armut herausgeholt sein. Diese 700 Millionen sind übrigens 70% der weltweit aus der Armut befreiten Menschen. Es wird ja oft im Westen davon geredet, ja, mit der Armut, das ist ja eh viel besser inzwischen. Das ist ja eh mit dem Kapitalismus und weltweit und so, man hat ja eh so viel Leid aus der Armut herausgeholt. Aber von denen sind 70%, das ist in China. Ja? Also kein kapitalistisches Land. Und nur 30% sind in der sonstigen dritten Welt, wo noch, ich weiß aber die Zahl nicht, wie viel es in der Kategorie weltweit gibt. So, Löhne habe ich schon gesprochen. Etwas durchschnittliche Reallöhne, bin ich da zu lang schon? Du hast noch viele Kapitel darin. Ja, durchschnittliche Reallöhne von 2006 bis 2015 um 125% gestiegen. Also mehr als eine Verdoppelung. Im Vergleich Indien um 60%. Benja-Formel habe ich schon gesprochen, der Gini-Koeffizient, weil ja auch China lange Zeit vorgeworfen wurde, dass die Schere immer größer wird zwischen den Reichsten und den Ärmeren, der ist seit einigen Jahren im Sinken übrigens, was an sich eine positive Entwicklung ist. Krankenversicherung, laut OECD, die Abdeckung der Krankenversicherung auf 1,3 Milliarden Menschen derzeit. Das heißt, die Leistungen ist natürlich ein anderes Thema. Also für 1,3 Milliarden Menschen Leistungen zu erbringen, wie in Österreich, das wird also sicher noch viele Jahre dauern. Aber es ist einmal ein Grundstock da, auf dem man weiter aufbauen kann. Auch Pensionen. Es waren 2014 840 Millionen Chinesen von einem Pensionssystem erfasst. Das soll bis Ende 2020
auf die gesamte Bevölkerung ausgedehnt werden. In meiner Beobachtung ist das Ziel, ein Sozialsystem eigentlich vergleichbar in Europa, jetzt von der finanziellen Möglichkeit nicht vergleichbar in den Leistungen im Moment, sondern das wird eine Sache sein, die über die Jahrzehnte bei der Größe der Bevölkerung gemacht wird. Aber das sind Sachen, die dort aber nicht grundsätzlich in Zweifel oder in Diskussion stehen, wie in den USA, ist eine Gesundheitsversorgung notwendig oder nicht, ist eine Gesundheitsversicherung, sondern die Ideen sind an sich, diese Sachen abzudecken. Natürlich gemäß den finanziellen Möglichkeiten des Landes jeweils. Ja, das ist irgendwie zu berücksichtigen. Ja, wollte ich damit habe ich kurz das zurückkommen nochmal zum politischen System, weil du ja gesagt hast, ohne starke kommunistische Partei wären alle diese Errungenschaften und die Wirtschaftswachstum wäre das nicht möglich gewesen. Nun hat man ja im Westen sehr lange gehofft, dass eine Integration Chinas in die Weltwirtschaft auch das politische System ändern würde. Im Westen hat man gedacht, dass das autokratische Regime würde sich in ein demokratisches verwandeln. Ich weiß, bei dir kommt das Wort autokratisch autoritär nicht vor, aber das war sozusagen die Vorstellung, die Vorstellung des Westens und genauso die Engagement-Politik von Obama war ja darauf angelegt, also Beziehungen mit China so zu gestalten, dass es sozusagen auch keine politische Veränderungen geben wird. Ist dieses System autokratisch, autoritär, innenpolitisch zu spüren? Also viele sprechen von Überwachungen. Spürt man das? Es gibt das Social Credit System, dass man also Punkte bekommt für Wohlverhalten und Abzüge für schlechtes Verhalten. Also ist das, oder ist das etwas, was eher sozusagen der Westen nochmal als Vorbild nehmen würde? Die Mechanismen sind im Westen auch vorhanden dafür. Also, die Flensburger Punkte, das heißt, zum Beispiel das heißt, in Deutschland für den Verkehr. Ja, nein, wollte ich mal. Also ich kann das sozusagen. Gerne, ja. Also ich habe noch nie einen Polizisten gesehen, außer einen Verkehrspolizisten, und die aufpassen, dass niemand beraubt wird. Also habe ich den Eindruck, in Europa eine Vorstellung, in China hinter jedem Baum steht ein Polizist so ungefähr, ja, der einen irgendwie heimlich beobachtet und darauf wartet, dass man irgendwas Falsches sagt, tut, denkt oder sonst was. Das ist absurd alles. Ja. Der Großteil der Bevölkerung, das ist nicht die unterdrückte, unterjochte, von einem politischen System unterdrückte Bevölkerung. Das sind Vorstellungen, die man, wenn man dort eine Zeit lang lebt, nicht sieht, nicht miterlebt. Ja? Es gibt sicher Probleme für die Leute, die aktiv in irgendeiner Form das politische System bekämpfen. Ja? Für die gibt es sicher nicht wahnsinnig viel Toleranz. Es ist aber gleichzeitig so, dass ja auch von Xi Jinping dem nachgesagt wird, dass er ja alles eher autoritär verstärkt. Es gibt die Ziele, eine Demokratisierung oder Demokratie zu stärken. Jetzt muss man auch sagen, was ist Demokratie, was sind demokratische Rechte? Es ist so, oder Menschenrechte. Der Westen und das sind, oder Europa, ja, es sind 7% der Weltbevölkerung hat eine gewisse Vorstellung, was Menschenrechte sind und versucht diese Vorstellung, was Menschenrechte sind und in welcher Priorität die umzusetzen sind, auf die 93% anderen, aber sagen wir mindestens 80 oder 85% der anderen umzuhängen. Worauf nehme ich Bezug? Vor allem die Länder des Südens und auch China sind der Meinung, es gibt kollektive Menschenrechte, es gibt individuelle Menschenrechte. Und vor allem ist man auch der Meinung, ohne dass man gewisse materielle Versorgung hat, ohne dass man gewisse Möglichkeiten hat, gut zu leben, sicher zu leben, in Frieden, in einem gewissen wirtschaftlichen Wohlstand,
ist es in Ländern oft schwierig, dieselben jetzt politischen Rechte, die zum Beispiel in Europa zumindest der Form noch existieren, auch umzusetzen. Ich nehme Bezug auf Tunesien zum Beispiel. Tunesien war eines der ersten Länder im arabischen Frühling. Hier hat es soziale Probleme gegeben. Es waren alle ganz fasziniert, weil die Regierung damals das System gestürzt wurde und es wurden Parteien und Wahlen erlaubt. Das Ergebnis jetzt ist, dass es wieder Demonstrationen gibt, weil es gibt Parteien, die einander bekämpfen. Aber das Grundproblem, das die Leute haben, nämlich keine Arbeit zu haben, kein Einkommen zu haben, keine Gesundheitsversorgung zu haben und so weiter, das ist nicht gelöst. Das heißt, primär wäre es eigentlich Aufgabe, in diesem Beispiel, diese sozialen Probleme zu lösen. Das heißt, man braucht eine Kraft, die wirklich im Interesse der Bevölkerung hier das vorantreibt. Und da geht es nicht darum, wie viele Parteien das sind, sondern da geht es darum, dass sie sagen, wir brauchen ein Gesundheitswesen, wir brauchen dieses und das. Und dann kann man darüber reden, wie das politische System organisiert ist. Im marxistischen Sinn sozusagen, das eine ist die Basis, das andere ist der Überbau. Und die Chinesen sind auch der Meinung, dass man das irgendwie koordiniert angehen muss. Und was dieses Sozialkreditsystem betrifft, ich habe mir das noch speziell angeschaut, ich habe das im Buch nicht erwähnt, aber ich habe angenommen, dass das Thema kommt, wie das überhaupt entstanden ist. Die ersten Ideen, da ist darum gegangen, das eigentlich auf Unternehmen anzuwenden, nämlich auf die Kreditwürdigkeit einerseits, die finanzielle Seite, die Kreditwürdigkeit, also das Ratingsystem, wie es es ja weltweit überall gibt und in China aber nicht sehr verbreitet gegeben hat, ein Ratingsystem und dann Vertrauen und Ehrenhaftigkeit im Markt. Das heißt, dass die Probleme, schlechte Lebensmittel werden produziert, Medikamente werden produziert, die fake sind, oder auch das Thema Intellectual Property Right. Firmen, die sich nicht halten, hier zu bestrafen, nicht auf Gesetzesebene, sondern durch solche Systeme und denen gewisse wirtschaftliche Möglichkeiten zu nehmen. Das war an sich ursprünglich der Ausgangspunkt. Das ist im Jahr 2002 schon entstanden. Das ist seit einem Jahr auf einmal im Westen in aller Munde. Und es gibt, und als Lösung habe ich eben auch gehört, für Lebensmittelverfälschungen und solche Dinge. Es gibt traditionell eine enge Verbindung auch von Moralität, auch durch den Konfuzianismus, von Moralität und Autorität. Das heißt, Konfuzius hat immer geprägt, dass die Autoritäten auch dafür sorgen müssen, dass die Moral bewahrt wird. Ja. Und in dem Sinn gibt es da an sich Zustimmung in der Bevölkerung zu diesen Sachen. Also das ist nicht irgendwas, wo sie sagen, bah, da wäre ich schon wieder kontrolliert. Sondern das ist etwas, wo die Leute sagen, na, das gehört wirklich geregelt, dass Autos bei Rot vor der Kreuzung stehen bleiben. Da gibt es bei uns, nicht bei Rot vor der Kreuzung stehen bleiben, das sowieso. Vor Fußgängerübergang, das große Thema Fußgängerübergang. Ja. Da gibt es bei uns, habe ich gehört, auch eine Eintragung in den Führerschein. Aber wenn sich ein Autofahrer nicht dran hält, dann gibt es da zum Beispiel gewisse Punkte. Ja. Und das ist nicht als Kontrollsystem, sondern eigentlich als Verbesserungssystem. Was in China ein großes Problem ist generell, und da beschwert sich ja der Westen sehr, ist, es gibt eine Menge Gesetze, es gibt sowas wie rechtsstaatliche Grundsätze, aber weder die Obrigkeit oft, noch die Bürger halten sie dran. Ja?
Es wird halt irgendwie ignoriert. Verkehrsregeln im Mindesten, aber auch was Qualität betrifft. Es waren erst jetzt wieder die Skandale von Firmen, die keine ordentlichen Impfstoffe geliefert haben. Ja? Oder auch Tabletten, glaube ich, war das. Blutdrucktabletten war ein Thema. Was macht man in so einer Situation? Ja? Ignorieren? Alle ins Gefängnis, also die von der Firma, die sind ins Gefängnis gekommen. Und man versucht hier eine Möglichkeit zu finden, die irgendwie einen Anreiz bietet, sich hier nach gewissen Normen zu halten. Und oder es hat zum Beispiel einen weit diskutierten Fall gegeben von einer Flugreise, wo jemand ein heißes Wasser, so ein Glas mit heißem Wasser, an der Stewardess nachgeschüttet hat. Ja. Ist vielleicht keine Gesetzesverletzung, ja. Aber diese Frau kriegt also sicher in den nächsten Jahren kein Flugticket mehr. Ja. Also da gibt es eine Blacklist zum Beispiel für solche Fälle. Das Ziel ist ein positives, ja. Und das ist schwer zu vermitteln, glaube ich, weil hier irgendwie das Thema Orwell und Kontrolle im Mittelpunkt steht. Das Ziel ist an sich ein positives, nämlich eine Verhaltensänderung zu bekommen, dass sich Leute mehr gewöhnen an Rechtmäßigkeit. Rechtmäßiges, so wie die Firmen, wo es gar nicht so um Qualität geht, sondern um dieser Betrug, der da zum Teil gemacht wird heute halt im Lebensmittel- oder im Medikamentenbereich, aber auch die einfachen Leute. Ja, gut. Wir müssen jetzt zum nächsten Kapitel kommen. Ja. Das nächste Kapitel zur internationalen Politik. Was du schon erwähnst in deinem Buch, ist die Kyrgios-Falle. Das heißt, das Muster, wenn Staaten aufstrebend sind, also wie in dem Fall China, dass es dann in 60% der Fälle militärische Konflikte gibt mit den etablierten Mächten. Diese Vorstellungen hat es ja schon damals bei Japan gegeben, wenn ein Staat sich wirtschaftlich entwickelt und auf das Niveau der Status Quo-Mächte kommt, entwickelt sich es auch militärisch und dann kommt es zur militärischen Auseinandersetzung, wie also der Realist Mearsheimer auch vor einigen Jahren gesagt hat, China cannot rise peacefully. Im Westen, vor allem in den USA, reagiert man nervös auf die 7% Zuwachs des Militärbudgets. Die NATO blickt etwas neidig auf China, weil die mit ihren 2% nicht zurechtkommen. Immerhin sind die Militärausgaben noch sehr viel geringer als die der USA bei, was weiß ich, 220 Milliarden. Aber dennoch, wenn man das extrapoliert, wie die Wirtschaft, extrapoliert man vielleicht sozusagen die Möglichkeit eines Konflikts in die Kyrgios-Falle zu kommen. Siehst du die Kyrgios-Falle als falsches oder eine potenzielle Möglichkeit, dass es dazu kommt? Darf ich ganz kurz nur zuerst auf deine Zahlen eingehen? China gibt nicht mehr aus für Militär als die EU-Staaten zusammen. 220 Milliarden, ja, ja. Habe ich gesagt. Ja. Offensichtlich setzen sie es besser ein. Die USA, ich habe das also nachrecherchiert, mit Ausgaben für Veteranen und Veteranenpensionen und den ganzen kommen auf 1000 Milliarden. Naja, sonst auf 700 ist das Budget. Ja, wenn man das dazu nimmt mit den Veteranen, ja. Und das alles kommt. Man wirft China auch vor, dass es vieles nicht hineinrechnet. Aber wie gesagt, Neben China sind nicht 200, sondern sage ich, sind 400 oder 500 im Vergleich zu 1000. Ja? Wir fallen jetzt keine. Ich frage mich, wie soll ein Land zu einer Militärmacht wie den USA aufschließen, wenn es
nicht einmal die Hälfte von dem am Militärbudget ausgibt, wie die USA haben. Ja? Das ist ja eigentlich... Ja, das 10% Wachstum wird extrapoliert. Ne? Die haben selber Wachstum wie ein BIP-Wachstum. Also die haben irgendwie kein höheres Wachstum. Mhm. Es ist auch ein großer Unterschied, weil China gibt ja an sich das aus, wirklich für die Verteidigung. Sie sind ja nicht darauf aus, auf der ganzen Welt ihre Schiffe und so weiter zu halten und Militärbasen und so weiter. Das ist ja irgendwie ein großer Unterschied. Die Amerikaner haben ja weltweit die Amerikaner haben ja das Prinzip, wir wollen jederzeit unter allen Umständen die Möglichkeit haben, irgendwo zu intervenieren, wo wir der Meinung sind, es ist notwendig. Also das ist dieses Prinzip. Das heißt, dafür brauchen sie erstens einmal weltweit Stützpunkte. Das sind ja hunderte Stützpunkte, die die USA haben. Sie brauchen hunderte Stützpunkte. Zweitens, sie brauchen diese sogenannte freie Schifffahrt überall. Sie wollen überall hinfahren können, egal wie und was und wo, weil sonst können sie ihre Macht ja nicht projizieren in die entsprechenden Gebiete. Das ist dieses Problem zum Beispiel auch im südchinesischen Meer, dass die USA sagen, wir wollen da überall durchfahren können. Wir sagen zwar nicht, das ist nicht chinesisch, aber wir wollen überall hineinfahren können, wo wir fahren wollen. Und also da sehe ich irgendwie große Unterschied in der Strategie. USA, du kündest, das kommt noch. USA macht Militärbündnisse, echte Militärbündnisse, was ich sagen, mit Japan, mit Australien, mit Philippinen, wobei das ein bisschen wackelt, wollen wir gemeinsam starke Front aufbauen, ganz klar gegen China zum Beispiel, nicht? Oder im Westen mit, also in der NATO mit gegen Russland. Ja? Also das ist eine andere, China macht keine Militärbündnisse, also die lehnen das auch ab, lehnen Militärbündnisse ab. Im Westen sagt man umgekehrt, sie haben keine Freunde, wir haben viele Freunde. So. Ja, sie haben wenig Freunde und die Amerikaner haben viele Freunde, Militärbündnisse. Ja. Vietnam übrigens auch, ja. Vietnam lehnt das auch ab, das sind gewisse Prinzipien. China hat nur mit einem Staat übrigens ein Verteidigungsbündnis, das ist Nordkorea. Ne? Da gibt es den Vertrag an sich, wenn Nordkorea angegriffen wird, dass China hier Nordkorea hilft. Die Thukydides-Falle sagt eben, dass wenn es einen Aufstrebenden gibt und einen, die Chinesen könnten sagen, können zwei Tiger auf einem Berg leben, ja, vom chinesischen Sprichwort. Oder ist das unmöglich? Die Gefahr besteht, also das Schlimmste, was der Welt passieren kann, ist ein chinesisch-amerikanischer Konflikt, ein militärischer Konflikt, weil das ja Auswirkungen hat auf den Handel. Ja, also es ist nach wie vor, trotz Trumpscher Bemühungen, der Welthandel aufrecht. Wenn es in der Region Indo-Pazifik Krieg gibt, wird es massive Auswirkungen für Europa natürlich haben und für die ganze Welt. Die Gefahr besteht meiner Meinung nach mit der Thukydides-Falle, mit dieser Theorie, dass das von Leuten, die ohnehin kriegsnahe denken, als Ansporn verwendet wird, also jetzt müssen wir uns vorbereiten, ja, jetzt müssen wir uns vorbereiten, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es Krieg geben wird, also müssen wir uns hier entsprechend einstellen. Und da hat der Professor, der diese Thukydides-Falle erfunden hat, auch im amerikanischen Senat zum Beispiel darüber referiert und die waren ganz begeistert und haben gemeint, wir müssen uns jetzt einstellen drauf,
dass wir entsprechend nicht, Militärbudget erhöhen und so weiter. Ich halte das nicht grundsätzlich nicht für schicksalsgegeben, sondern das hängt halt auch davon ab, wie weit sich vernünftige Menschen durchsetzen, die sagen, die Risiken. Und weil das hat jemand anderer recherchiert, ein Militärjournalist, das habe ich im Buch irgendwie ein bisschen hinterlegt, zitiert. Diese Kriege zwischen den zwei Großen, das war nie ein kurzer Krieg, sondern das waren immer lange, lange Auseinandersetzungen, Abnutzungskriege auf beiden Seiten, die nie so wie Amerika gegen Irak oder so, wo man sagt, das ist in zwei Wochen entschieden, sondern das ist nicht Amerika-Afghanistan, Amerika-Irak oder Vertreibung des Gaddafi. Das sind wahrscheinlich jahrelange Auseinandersetzungen. Das ist das, was zu befürchten ist. Ja? Also es ist... wenn ich dann noch eine alternative Interpretation, du zitierst auch den Zinglev Brzezinski in einem Buch, ne? Er hat dieses Buch über Chessboard geschrieben. Ja, die Welt als Schachbrett. Brzezinski schreibt da drinnen, dass er mit einem chinesischen Offiziellen geredet hat, Politiker, der gesagt hat, ja, zu den Amerikanern, bitte steigt, wenn ihr absteigt, dann steigt es nicht zu schnell ab, weil dann gibt es Chaos in der Welt. Und sein Argument ist auch, China braucht die amerikanische Militärpräsenz. Wenn die USA abziehen würden, würde sich in der Region eine antichinesische Allianz bilden. Also ist es für China wahrscheinlich von Vorteil, das ist das Brzezinski-Argument, wenn die USA auch da bleiben, weil sozusagen China hat auch sehr viele Feinde in der Region. Also nicht nur keine Bündnispartner, sondern auch, was hältst du da davon? Ich halte es für sehr realistische und sehr vernünftige Position, und zwar aus folgendem Grund. Wobei ich sagen muss, China hat nie gefordert, dass die USA ihre Truppen aus Japan, Korea, Guam, Marianen abziehen. Ja? Die Gefahr besteht wirklich, wenn die USA hier rasch abziehen, dass Japan beginnt, Atombomben zu bauen. Sie haben ja schon riesige Mengen, Japan hat übrigens riesige Mengen an Plutonium gespeichert, hat aus seinen Kernkraftwerken das Plutonium nicht, wie es sein sollte und vertraglich vereinbart, in die USA zurücktransferiert, sondern hortet sehr große Mengen. Ich weiß jetzt nicht, für wie viele Atombomben. Japan hätte von der Technologie her sicher keinerlei Probleme, in relativ kurzer Zeit Atombomben zu bauen. Südkorea hat von der Technologie her wahrscheinlich auch die Möglichkeiten. Also ein rascher Rückzug der Amerikaner ohne Sicherheitsgarantien für bestehende amerikanische Freunde wäre, glaube ich, in niemandem Interesse. Ja? Ist auch von den Chinesen nicht gefordert. Aber, sondern der Versuch, sondern dass man sich irgendwie vernünftig einigt, dass die USA die Sachen, die China wichtig sind, das sind die ehemaligen chinesischen oder die chinesischen Gebiete wie Taiwan zum Beispiel, das Taiwan-Thema. Ja. Das ist natürlich auch das südchinesische Meer, aber auch aus strategischen Gründen natürlich, um eine gewisse Tiefe, strategische Tiefe im Konfliktfall mit den USA zu haben, dass das auch von den USA anerkannt wird. Die USA machen ja im Augenblick gerade das Gegenteil. Sie suchen, wo kennt man den Chinesen, wo kennt man sie quälen. Ja? Es ist vereinbart an sich
das war noch der Reagan, glaube ich, zur Reagan-Zeit, dass die Waffenlieferungen nach Taiwan von den USA bis auf null reduziert werden. Es ist kein Termin vereinbart worden, aber die Tendenz war klar, dass die Waffenlieferungen an Taiwan reduziert werden. Auch aus dem Grund, weil gerade je mehr die Amerikaner Waffen liefern, umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit einer friedlichen Lösung, weil die Kräfte, die nach Unabhängigkeit schreien, die nicht sehr, sehr viele, aber doch eine starke Gruppe sind, dadurch bestärkt werden. Ja, weil wir kriegen Waffen, jetzt können wir fordern und müssen nicht versuchen, Kompromisse zu schließen. Jedenfalls war das vereinbart mit den USA, dass sie die Waffenlieferungen reduzieren. Was passiert? Das Gegenteil ist der Fall. Also man musste nicht auf Trump warten, um zu sehen, dass sich die Amerikaner um bestehende Vereinbarungen nicht kümmern, sondern das hat es also schon die Jahrzehnte vorher auch gegeben. Und ich glaube, man muss, was die beiden Mächte versuchen müssen, Lösungen zu finden, mit denen einfach beide leben können. Weil es kann ja nicht sein, dass das Wohl der Amerikaner, der USA, 10.000 Kilometer entfernt davon abhängt, dass sie gerade just in gewisse Nähe gewisser Inseln herumfahren mit ihren Kriegsschiffen, wo noch dazu die Schifffahrtslinien wesentlich weiter westlich verlaufen und sie ja gar nicht die Schifffahrtslinien hier verteidigen, sondern ja nur ihre militärischen Schifffahrtslinien und provozieren. 10.000 Kilometer Entfernung von der Heimat. Also da muss man irgendwie vernünftige Politiker müssten versuchen, hier Lösungen zu finden. Es gibt ja sozusagen das Vorbild 1972, dass wir im nächsten Mao-Treffen oder in der Shanghai-Kommuniqué beide vereinbart haben, in einer sehr allgemeinen Erklärung auf die Hegemonie in Asien zu verzichten, was nicht ganz passiert ist. Aber die USA wollten sich doch aus Vietnam zurückziehen und Mao wollte nicht mehr alle kommunistischen Aufständischen in Asien unterstützen. Also eine gewisse Wirkung hat es gehabt. Richtig, ja. Mit diesen zwei Tigern auf den Bergen, also die Chinesen selber gehen aber davon aus, dass es eine multipolare Welt gibt, also mit mehreren Polen, wo China ein paar Pol davon sein wird. Polarität heißt natürlich auch immer Polarisierung. Rüstungswettlauf, wir hatten das mit der Bipolarität im Kalten Krieg. Aber gleichzeitig, und da sehen die Chinesen aber keinen Widerspruch, jetzt wollte ich dich fragen, betont China jetzt sehr stark den Multilateralismus. Also alles, was multilateral ist, wird jetzt plötzlich von China unterstützt. Sicherlich auch in Abgrenzung zum Trump, für den Multilateralismus eigentlich sehr verdächtig ist. Das betrifft natürlich, das ist auch ein gewisses Eigeninteresse, auch den Rückzug jetzt der USA aus dem Mittelstreckenwaffenvertrag, der Rückzug der USA aus UNESCO, aber auch die Kritik der USA an der WTO, also die Chinesen sind jetzt plötzlich seit sie vor allem Mitglied sind, also die stärksten Verteidiger der WTO. Das betrifft das Klimaabkommen von Paris, wo also jetzt sozusagen, dass eigentlich China die Macht ist, die das am stärksten verteidigt. Und interessanterweise, wie ich sie angesprochen habe, verteidigt auch China sehr, wo es nicht Mitglied ist, den Internationalen Strafgerichtshof gegen die Sanktionsandrohungen vom Sicherheitsberater Bolton. Aber wie glaubst du, ist das vereinbar? Multipolarität auf einer Seite. Andererseits also haben wir sozusagen dieses Bekenntnis zum Multilateralismus in europäischen Ohren. Klingt das natürlich alles sehr sympathisch, weil die EU auch von einem effektiven Multilateralismus spricht. Also China war an sich immer engagiert in der UNO. Und es ist also nicht jetzt erst seit Trump hier eine Änderung, ist nicht eine Änderung eingetreten, sondern es ist sozusagen der Ausgangspunkt, also es ist eine Welt und es müssen alle irgendwie
gemeinsam mitreden können. Wie soll die Welt funktionieren? Man kann sich seinen Nachbarn nicht aussuchen, man muss versuchen, Lösungen zu finden. Und es hat jeder Staat das Recht, ob das ein kleiner ist oder ein größer, im Rahmen der internationalen Organisationen mitzuwirken, mitzuarbeiten. Die Probleme, die es auf der Welt gibt, sind so groß und so vielschichtig, dass das ja nicht ein Staat oder zwei Staaten alleine lösen können. Und die Interessenslagen also vielschichtig. Wenn man sich nur Syrien anschaut, wer da alle mitspielt, welche Interessenslagen. Also das kann man ja nicht, auch nicht ein oder zwei Großmächte lösen, sondern man muss versuchen, das in einem internationalen Rahmen zu lösen. Gleichzeitig bilden sich gewisse Pole. Also du hast es jetzt gleich auf polarisiert. Ich sehe die Pole eher im Sinne der Zusammenarbeit. Es gibt verschiedene Pole. Europa wäre ein wichtiger Pol, sofern sich Europa von den USA lösen kann. Solange Europa so eng an die USA gebunden ist, dann ist es kein Pol, sondern der Pschechins gesagt, es ist ein Vasall. Ja. Und auch der französische Finanzminister hat es vor kurzem erst gesagt, wir wollen keine Vasallen sein, sondern eigenständig agieren können. Also Europa ist ein wichtiger multipolarer Bereich. China wäre ein wichtiger Partner im Multipolaren. Und dann versucht der China sehr stark, zum Beispiel afrikanische Partner hier zu entwickeln. Und es könnte quasi Nigeria oder auch Ägypten könnte so ein Pol sein. Und in Asien ist sicher ein Japan ein Pol, ja, von der Größe, von der Stärke. Und genauso, es gibt ja G7 und es gibt G20. G20 ist für viele Lösungen vielleicht zu groß. Aber es geht darum, dass man wichtige Partner sich auch untereinander abstimmen und versuchen, für die furchtbar vielen Themen wirtschaftlicher, politischer, militärischer Art Lösungen zu finden, und zwar durch Gespräche, was natürlich immer mühsam ist, und nicht, dass der Stärkere sagt, na dann marschieren wir ein da und dort. Also das hat China auch nicht gemacht, und im Unterschied zu den USA kann man China nicht vorwerfen, dass es militärisch interveniert in Ländern. Da muss man noch unbedingt sozusagen eineinhalb Kapitel ansprechen. Also wir müssen also die Belt and Road, die Seidenstraße jetzt noch kurz ansprechen. Die Seidenstraße-Initiative, früher hat es einmal geheißen, Seidenstraßen-Strategie, das hat man irgendwie fallen gelassen, weil das hat sehr viele verschreckt. Und diese Seidenstraße, also aus chinesischer Sicht, erhofft man sich, aber auch von den Partnern, also Infrastrukturinvestitionen, vor allem also Transport, Energie, Technologie, also auch eine Interconnectedness. Und das hat eine gewisse Attraktivität, sozusagen über den engen geografischen Raum der Seidenstraße hinaus. Also es geht vor allem also Afrika, die afrikanischen Länder, die sich sehr viel erhoffen davon, bis Lateinamerika, in Europa, Balkan und Osteuropa. Andere sagen aber, es ist auch eine chinesische Machtprojektion. Das ist sozusagen eine gewisse Abhängigkeit, die dadurch entstehen würde. Also sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Also einzelne Länder, die Gefahr besteht, dass sich ja auch einzelne Länder verschulden. Also einzelne Länder sind ja auch an der Grenze, wie also Montenegro, Sri Lanka, Madagaskar. China selber kann sich verschulden. Nicht? Also die Auslandsverschuldung Chinas ist mittlerweile sehr, sehr hoch, 200 Milliarden BNP, was man also so liest. Nein, da will ich jetzt nicht den Vergleich. Die USA haben jetzt nicht okay, eine Seidenstraßeninitiative. Das wirst du sicher den Amerikanern nicht zugestehen wollen. Also einerseits eine Initiative, die attraktiv ist, eine gewisse Softpower, Macht hat,
Andererseits natürlich auch eine, aus der realistischen Sichtweise, eine Machtprojektion. Manche sagen sogar, dass die China sozusagen ihr politisches System bei diesen Staaten also einführen wollen, wobei ich nicht, selber nicht genau weiß, wie das gehen soll. Das ist deshalb das Argument, nicht? Ja. Durch indirekte Einflussnahme starke Männer verhandeln besser mit anderen starken Männern. Nicht? Das ist sozusagen diese Vorstellung. Oder ist es China völlig gleichgültig, mit welchem politischen System sie da verhandeln, was die Seidenstraße betrifft. Also wir haben die liberale Vorstellung der Interconnectedness, also aber andererseits sozusagen die realistische Vorstellung, das ist chinesische Macht, also mit den verbundenen Problemen. Die Seidenstraße, das ist eine grandiose Idee. Man muss einmal auf so eine Idee, ein Schlagwort finden, so eine Idee finden, das sich materialisiert in Projekten, Investitionen auf mehreren Kontinenten. Also das würde ich mal sagen, ist einmal das Erste. Weil den Europäern ist schon lange sowas nicht mehr eingefallen, was mir leid tut. Aber das ist irgendwie eine grandiose Idee zu sagen, wie man Seidenstraße und jetzt, wir wissen im Konkreten zwar noch nicht, das war 2013, wie und was, aber jetzt gehen wir mal und schauen wir, was passiert. Ich halte diese Seidenstraßenprojekt oder Programm oder für ein primär wirtschaftlich getriebenes Thema, dass man versucht, einfach Geschäfte zu machen, also ein wirtschaftlich getriebenes Thema. Auch mit in einem gewissen Maß gibt's Sicherheitsaspekte, nämlich die Gefahr, abgeschnitten zu werden von Kunden oder als Kunde von Lieferanten, die Gefahr durch Blockaden der Meeresstraßen abgeschnitten zu werden, durch Richtung Europa Eisenbahnlinien, Straßen und so weiter, das zu reduzieren. Und ich sehe das in dem Sinn auch als Thema der Sicherheit. Auswirkungen hat es sicher auch globalstrategische, das glaube ich schon. Weil China natürlich in aller Munde ist dadurch, überall unterwegs ist, in vielen, vielen Ländern unterwegs und versucht hier Partner zu finden für Projekte. Und damit gewinnt es automatisch an riesiger Bedeutung. Natürlich, wenn Investitionen wohin fließen, Gelder wohin fließen, bedeutet es stärkeren Einfluss. Ich glaube nicht, dass der strategische Gesichtspunkt in dem Sinn, wie können wir mehr Einfluss gewinnen, sozusagen der vorrangige war bei der Gestaltung dieses Projekts, sondern der wirtschaftliche. Das ist vielleicht zu dem Prioritären. Ein anderes jetzt, die chinesische Regierung ist ein guter Verkäufer. Im Unterschied zu europäischen Regierungen. Das heißt, wenn der Ministerpräsident irgendwo hinfährt, hat er bei sich eine Ausstellung zum Beispiel über die Hochgeschwindigkeitsbahnlinien in China. Und dann besichtigt er gemeinsam mit dem Ministerpräsident von dem Land ABC die Hochgeschwindigkeitsbahnlinien und versucht Vereinbarungen zu finden, ob die nicht solche Bahnlinien an wichtigen Positionen bekommen. Das hat vielleicht der Kreis genug gemacht zu seinen Zeiten, dass er versucht hat, österreichische Betriebe im Ausland zu verkaufen. Das ist aber etwas, was heutzutage niemand mehr macht. Die Europäer erwarten sie, dass die Chinesen die Projekte definieren, dass die Möglichkeiten finden. Und wenn alles, dass die Chinesen die Finanzierung auftreiben
Und wenn alles fertig definiert ist, dass dann ausgeschrieben wird und europäische Firmen das umsetzen. Das wird es in der Art wahrscheinlich nicht spielen. Ja. Ist irgendwie sehr naiv meiner Meinung nach und fast unverschämt zum Teil. Sondern es müssten die Europäer sich auch stärker engagieren. Wenn sich Europa nicht engagiert, dann ist klar, dass China irgendwie eine stärkere Rolle hat. Wenn Europa nach Tadschikistan, die europäischen Regierungen nach Tadschikistan und Afghanistan und wo auch immer hingehen und dort besprechen, was die benötigen an Infrastruktur und so weiter, dann wird Europa eine stärkere Funktion haben. Das kann man den Chinesen nicht vorwerfen, dass Europa so inaktiv ist in dem Bereich und so zögern. Also das war irgendwie das letzte Kapitel, das hast du jetzt international auch ein Artikel geschrieben über Europa und China. Also welche Rolle soll da Europa spielen? Also im Sinne, du sagst, Europa soll sich mehr engagieren. Also im Sinne der Engagement-Politik von Obama oder der Eindämmungspolitik, weil da sind wir jetzt am Ende deines Buches, Eindämmungspolitik der USA, oder im Sinne der Eindämmungspolitik der USA. Europa soll sich auf die Geschäfte konzentrieren. Ja. Europa soll Geschäfte anbieten. Europa soll sich überlegen, was kann man machen. Die Entwicklung von was ist, Tadschikistan oder Kasachstan sind die Absatzmärkte von Europa von in 20 Jahren, genauso wie Afrika. Das Engagement Europas in Afrika nur karitativen Sachen hinzuschicken, missversteht völlig, welche Chancen so ein Kontinent zum Beispiel für die Zukunft hat. Einer der wenigen Kontinente, die noch so wenig wirtschaftlich eigentlich ausgebaut sind. Europa sollte sich nicht zuerst überlegen, wo könnte ich welche politischen Systeme verändern, sondern sollte sich irgendwie an den wirtschaftlichen Interessen orientieren, meiner Meinung nach, und hier versuchen, mit China gemeinsam auch Wege zu finden, sich besser zu positionieren. Nicht so zögerlich, aber zuerst müssen die ein System haben wie in Europa und dann können wir vielleicht kooperieren. Das ist irgendwie zunehmend unrealistisch, so eine Auffassung, denke ich. Okay. Also ich bin für Europa, durchaus für ein starkes Europa, ein unabhängiges Europa, in Kooperation zum Beispiel eben mit China. In Afrika, aber auch in Mittelasien. Das wäre meiner Meinung nach sinnvoll. Gut, mit dieser Vision haben wir, Stefanie, ein paar Fragen können wir noch zulassen. Ne? Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ach so. Aber wir haben, ich sammle ein paar Fragen. Ne? Also du musst jetzt mitschreiben. Und dann, ja. Bitteschön. Ich habe noch ein paar. Also, bitteschön, eins. Bitte. Stellen Sie sich ganz kurz vor. Gaber, ich bin pensionierter Bankangestellter. Ich möchte nur darauf eingehen, dass jetzt einer von Europa und Europa müsste und sollte. Es gibt dieses Europa meiner Meinung nach nicht. Europa ist ein zerstrittener Haufen von kleinen und bestenfalls mittleren Staaten, die zu einer gemeinsamen Politik, im Sinne auch der Wirtschaftspolitik, nicht fähig sind. Also Europa kann in der Hinsicht, was du dir wünschst, keine Rolle spielen derzeit. Das ist meine Auffassung. Okay, da hinten war irgendwo was noch. Bitte schön, nein. Ich wollte natürlich nochmal Stefanie Hans. Ja, das ist die Frage. Moment, sagen Sie kurz, wer Sie sind. Stellen Sie sich kurz vor. Mein Name ist Eckert, ich bin momentan auf Arbeitssuche. Meiner Ansicht nach haben wir ein Problem, dass wir uns sehr stark irgendwelchen weltfremden Compliance-Richtlinien, die von USA aufgestellt worden sind, unterworfen haben. Das macht halt die Kooperation
auf Augenhöhe mit Afrika, finde ich sehr schwierig. Man denkt, man denkt mit einem reinen Kriminal, siehe Bestechung und solche Dinge. Und ich bin nämlich der Meinung, when in Rome do as the Romans do. Das heißt, man soll sich den Geschäften im jeweiligen Land anpassen, ist meine Meinung. Okay, gibt es noch Fragen? Bitteschön. Mein Name ist Baum Josef, ich bin am Institut für Ostasienwissenschaften auf der Uni Wien. Ich hätte 100 Fragen, aber eigentlich möchte ich persönlich fragen, du bist einer der Beispiele, der ganz wenigen Beispiele sozusagen, wo Leute aus Europa nach China gehen und umgekehrt ist ja das wesentlich dutzendmal mehr passiert, das würde ich sagen. Und man, das Problem, du hast das ja geschildert, ist ja, dass in Europa das, was passiert in China, überhaupt nicht in der Maße bekannt ist. Und du hast das sicher jetzt als Beitrag. Aber was können wir tun, um das zu ändern? Oder beziehungsweise ja, okay. Bitte schön, Pfister. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich wollte noch fragen zur Silk Road Initiative, wenn es zum Beispiel geht über Pakistan. Ja. Pakistan gilt ja als Failed State. Und wenn man dann, das heißt, China müsste auch vorher Länder befrieden, bevor Investoren kommen, die dort überhaupt investieren wollen. Zweite Frage, ich habe irgendwo gelesen, dass China schon kritisiert wird, auch von den eigenen Leuten, dass es sehr, also Milliarden in Länder pumpt, wo sehr wenig zurückkommt. Okay, nehmen wir mal die vier. Also die Frage war, Europa einheitlich, Compliance-Richtlinien, USA bestimmt, also rule-based, dann die deine persönliche Erfahrung noch dazu und dann die Investoren braucht man zuerst einmal und die Rückflüsse von Staaten, die eigentlich das nicht sich leisten können. Ja, Europa zerstritten. Was soll ich sagen? Ich beobachte das aus der Ferne. Bezug auf China, bilaterale Beziehungen. In Bezug auf China ist Europa auch meiner Meinung nach in irgendeiner Art zerstritten. Insofern, als verschiedene Teile in Europa verschiedene Interessen haben in der Zusammenarbeit mit China. Man hat Westeuropa, also sagen wir England noch, Frankreich, Deutschland, die großes Interesse haben, an Investitionen tätigen zu können in China, vor allem seit die Chinesen Geld genug haben, um im Westen zu investieren. Man hat Ost- und Südosteuropa, die haben Interesse, chinesisches Kapital zu bekommen zum Aufbau ihrer Wirtschaft, um damit Exportindustrien aufbauen zu können, finanzieren zu können und andererseits Infrastruktur zu entwickeln, die die EU in den letzten 15, 20 Jahren trotz TEN-Plan nicht auf die Schiene bekommen hat. Zum Beispiel diese Eisenbahnverbindung zwischen Griechenland, also zwischen Belgrad und Budapest. Es gibt die nordeuropäischen Länder, die sehr wach geworden sind jetzt und hoch interessiert an der Seidenstraße, an der arktischen Seidenstraße und da große Möglichkeiten wittern. Also es sind im Zusammenhang mit China ist die Interessenslage sehr verschieden. Was dann China vorgeworfen wird, dass es Europa spaltet. In Wirklichkeit ist es so, dass die verschiedenen Länder sehr unterschiedliche Interessenslagen haben. Ich glaube, ein Schlüssel für Europa muss sein, wie können wir uns als Europa jetzt unabhängig von der Tagespolitik, von Flüchtlingen und sonstigen, einfach als der Juncker hat es in seiner Rede ja durchaus richtig formuliert, es geht um die europäische Souveränität, die wiederzufinden. Offensichtlich ist er ja selber der Meinung, dass Europa nicht wirklich
souverän entscheiden kann über viele Dinge, mit 65.000 amerikanischen Soldaten auf europäischem Boden. Also ich glaube, man muss, vielleicht ist ein Ansatzpunkt das, wie kann Europa seine Souveränität gewinnen. Aber ich tue mir sehr schwer zu sagen, wie kann man Europa weniger zerstritten machen. Ne? Okay, dann haben wir noch die nächsten Fragen. Die Compliance-Richtlinien, also ich glaube, dass Compliance-Richtlinien immer und überall notwendig sind, vor allem auch was Korruption betrifft, und man sollte also nicht von strengen Richtlinien diesbezüglich nicht abweichen. Gerade China ist zum Beispiel ein Land, das, würde ich sagen, wie kein anderes konsequent seit einigen Jahren Korruption bekämpft. Da sehe ich keine Chancen. Außer ich habe jetzt die Frage falsch verstanden. Ich meine das nicht in China selber, sondern in den jeweiligen Ländern. Ja, ja. Wenn es in den Ländern Sitze ist, dass man Backschisch geben muss, dann gibt man den Backschisch. Ja, ja. Und das ist aber sicher nicht unterstützenswert. Ja, aber. Okay, dann noch die von Pakistan. Von Herrn Baum war noch die Frage persönlich. Oh ja, okay. Also wie kann man das ändern, dass ja mehr Leute so tun wie du? Josef, ja. es gibt bis jetzt, habe ich den Eindruck, sehr starkes politisches Interesse, dass über China nicht sehr viel bekannt wird. Und also ich tue mir schwer zu sagen, wie man das ändern kann. Durch wirtschaftliche Kooperation wahrscheinlich, denke ich mal. Ja. Wenn man wie Seidenstraße, wo ich den Eindruck habe, dass da das Interesse in Österreich stärker geworden ist und es mehr Gruppen gibt, die sich da engagieren, sich dafür interessieren. Auch eine große Veranstaltung vor kurzer Zeit im Rathaus war mit dem Wiener Bürgermeister und dem chinesischen Botschafter. Also ich glaube, die Wirtschaftskooperation und auch der Austausch Mensch zu Mensch wichtige Ansatzpunkte sind, damit auch das politische Gefüge hier ein bisschen freundlicher auch Richtung Osten schaut. Und das würde mir als Ansatzpunkt einfallen, also okay, Wirtschaftskooperation. Und Frau Pfisterer noch die zwei Fragen, Pakistan, Investoren finden und Rückfluss von Staaten. Die das ist natürlich tatsächlich ein großes Problem, dass China gerade in Ländern wie quasi Mittelasien oder Südasien investiert und da zum Teil auch wieder Nachbarstaaten von Pakistan negativ davon keine freundlichen Augen machen. Und es gibt ja Gerüchte, dass die Kämpfe in Belutschistan und die Ermordung auch vom chinesischen Personal von Indien unterstützt wird. Grundsätzlich würde ich mal sagen, China ist wesentlich risikofreudiger, oder chinesische Unternehmen sind wesentlich risikofreudiger als andere China versucht ja mit dem pakistanischen Militär, und da gibt es ja jetzt einen Präsidenten, der angeblich sehr vom Militär gefördert wird, hier entsprechende Sicherheitslösungen zu finden für diesen Weg durch Belutschistan durch. Aber es gibt keine endgültige Lösung, sondern das ist, würde ich sagen, ein ständiges Risiko, ein ständiger Risikofaktor, und man kann es tun oder nicht tun. Ja. Es dürfte China halt dieser Weg über noch ans Meer hier sehr viel wert sein, um hier auch eventuelle finanzielle Verluste oder Sonstiges verkraften zu können. Ne? Und die Rückflüsse von Staaten, Ich höre auch, dass Leute sagen, na, jetzt gehen wir so viel Geld nach Afrika und wir haben ja selber noch eigentlich genug zu investieren. Das
Die Kritik gibt es, die ist, glaube ich, nicht sehr massiv, aber man kann mit bestimmten Industrien kann man dann nur in den Export gehen. Und wenn man in den Export geht, muss man gewisse Risiken einnehmen. Und wenn man möchte, dass sie die dritte Welt, also die Südstaaten, die Staaten des Südens entwickeln, muss man sicherlich auch weiche Kredite geben und oder auch Geschenke machen. Oder wenn man sich Freunde machen will, muss man irgendwie Geld locker machen. Nicht? Und, also die Kritik dürfte es geben, nicht sehr massiv, aber die gibt schon Leute, die sagen, wir haben noch genug Armut, nicht? Warum schickt man da Milliarden nach Afrika? Nicht? Aber okay, ja, es ist so. Gut, wir sind punktgenau 90 Minuten. Gibt es noch eine Wortmeldung? Also du bist selber verantwortlich, wenn wir jetzt überziehen. Ja, ich habe nur noch eine ganz kleines weniger eine Frage, sondern auch noch kurz ein Statement. Ich denke, es war sehr interessant, was Sie gesagt haben. Ich denke auch, es ist sehr wichtig auch zu sehen und auch aufzuzeigen, was für positive Entwicklungen China macht. Aber Sie haben auch kurz die Menschenrechtssituation angesprochen und die ist natürlich nicht so rosig. Sie haben kurz von individuellen und kollektiven Menschenrechten gesprochen. Das halte ich für ein bisschen, das stimmt natürlich, die gibt es, aber auch China hat natürlich den Pakt über die bürgerlichen und zivilen Rechte zumindest mal unterzeichnet, zwar nicht ratifiziert. Menschenrechte gelten für alle. Wir haben einige, der sehr bekannte Fall von Lu Jiabao, der letztes Jahr in Haft gestorben ist, das erwähne ich jetzt nur, weil er sehr bekannt ist. Ich glaube, da gibt es viel zu tun und ich halte es schon für notwendig bei allen guten Entwicklungen, dass man auch auf diese Situation immer wieder zumindest aufmerksam macht. Das gilt natürlich ebenso für die westlichen Länder, das gilt genauso für die USA, für uns etc. Ich glaube, da sollte man weniger als Europäer denken oder als Chinesen, sondern als Weltbürger. Menschenrechte sind so für alle und ich denke, dass das auch in China ein wichtiges Thema ist, wo noch ganz viel zu tun ist. Da gibt es noch einen Aufholbedarf und wer weiß, vielleicht können wir durch die unterschiedlichen Initiativen da irgendwas mitbewegen. Ich glaube, das sollte man versuchen und ja, das wäre eigentlich mein Abschlussstatement. Ich danke Ihnen trotzdem, Sie können gerne noch darauf reagieren und ja. Willst du was sagen? Gut, dann ist das eine Basis für eine wichtige weitere Debatte, aber trotzdem, Robert, herzlichen Dank für deine ausführlichen Antworten und im Buch steht noch sehr viel mehr, also wir bedanken uns bei dir mal alle gemeinsam. Ja.